Zeitalter des Wissens um Urknall, Quark-Ära und Vulkanismus fragten wir uns, was an unserer Erde ist wirklich schützenswert? Doch, tut sie. Nein, tut sie nicht. Unter der Gesamtleitung von Tom Riese wächst bis Ende Januar ein musiktheatralischer Clash von biblischer Schöpfungsgeschichte und Naturwissenschaft auf der Grundlage von Haydns Schöpfung für über 120 Mitwirkende, darunter der Chor des Gymnasiums Kirschgarten, das Kammerorchester Basel unter der Leitung Thomas Herzog und drei Schulklassen. Okay, jetzt versuchen wir diesen ganzen Übergang nochmal zu machen mit Musik, mit den Göttinnen. Darf ich einmal die Göttinnen bitte haben?